Ja, ich gehe schon auf die 50 zu, oder besser gesagt, willkommen Freunde zurück zum 50. Part von Wind Waker HD. So, und ich bin hier mal am überlegen, was ich hier machen soll, ob ich mich doch einfach treffen lasse? Ist alles gar nicht so einfach, ich will nicht zerquetscht werden. Aber wartet mal, das muss doch irgendwie gehen. Das geht bestimmt auch irgendwie, dass ich nicht zerquetscht werde, Moment. Na klar geht das, aua. Das muss einfach gehen. Hups. Wartet, ich habe eine Idee. Obwohl ich gar nicht weiß, inwieweit es wirklich jetzt schlimm wäre, wenn ich getroffen wäre oder so, nicht wahr? Wartet mal, so. Und jetzt schön an der einen Ecke. Geil. Wow, das hat geklappt. Jetzt komme ich aber noch da hoch, ne? Das muss ich bloß trotzdem irgendwie. Jetzt kann ich aber. Wartet mal. Jetzt kann ich quasi. Nee, scheiße, wie mache ich das denn jetzt? Nee, jetzt lege ich jetzt nochmal jetzt hier, dann fällt der runter. Das ist nicht cool. Nee, dann wäre ich einen zu tief. Verdammt! Der muss jetzt quasi. Ah, scheiße. Scheiße. Wie war denn das? Ich glaube, ich habe schon verkackt, oder? Ich muss. Ach so. Ach, okay, ich weiß. Ich glaube, ich weiß wie. Ich gehe nochmal raus und wieder rein, ja? Wartet, ich weiß wie. Ich weiß es wie. Mein Gehirn sagt mir, dass das anders muss. Miau. Hoffentlich lohnt sich der Scheiß auch. Wären es 200 Rubine, wäre ich auch nicht abgeneigt. Dann habe ich nämlich bald so 1,8 zusammen, um mal bei dem Special Terry Händler vorbeizugucken. So, wartet mal, das war ganz einfach. Eigentlich. Man muss keinen anderen Block runterholen, man muss nur hier eine richtig schöne Treppe bauen. Deswegen heißt sie auch Treppsteiginsel. So, passt auf. Das mache ich jetzt nämlich ganz cool. In zweifacher Ausführung. Einmal nämlich. Na komm, hoch mit dir, Link, du Kleiner. So, einmal so. Ja, jetzt pass auf. Dann ziehe ich das wieder zurück. So. Und dann kann ich es nochmal ziehen. Und rums. So, das müsste jetzt eigentlich ausreichen. Genau, seht ihr, so ist doch geil. Ja. Und da sagt noch einer, ich bin total behindert. So, super. Und jetzt kommen wir auch da oben rauf. Aber was soll das jetzt bringen? Ach so, genau, ich kann ja das jetzt. Ich kann die Truhe jetzt anstrahlen. Wartet. Zwing. So. Oh, es ist eine ganz normale Truhe. Verdammt. Ich wollte doch. Okay, da wird da Geld drin sein. Ist doch irgendwo anders? Irgendein Ort? Ich gucke mal. Ist da noch irgendwas da hinten? Nö, ja, dann einfach. Trap! Jung! Einfach mal schnell hin da. Und her damit. Ey, das ist so ein scheiß Glücksamulett. Oh, 200 Rubine! Mehr Glück kann einem wirklich kaum widerfahren. Man kann hier echt in die Gänge rein, um nur irgendwo anders wieder rauszukommen. Ist das geil. Und jetzt? Aha. Okay, dann war ich hier bei jedem Gang. Alles klar. Zack. Sehr schön, Leute, sind wir hier fertig. Oh, geil, so viel Kohle. Dann hole ich mir echt die Flasche und das Herzteil beim Terry-Händler. Da muss ich ja wieder ganz viel sparen, um die letzte Karte zu bekommen. Hua! Zack, Punktlandung. So, schnell die Box hier mitnehmen. Verdammt. Och, ich muss echt genau erzielen. So, gut, dann gehen wir weiter und holen uns noch die letzten beiden Dinger hier auf der Map. So, das eine dürfte. Nee, das da nicht. Wo geht's hier noch lang? Überall, nirgendwo. Doch, das ist ja die Insel. Ich bin ja schon so ganz schön weit unten am Süden. Wow! Futter holen. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Letzten beiden Futterproben. Oh, da muss ich echt ohne hinten wieder zum Terry-Händler. Ach, der scheiß Hai. Er ist abgehauen. So, finden wir hier noch einen Schatz. So, die geile Mucke. Das spielt wieder ein. Ach, hier gibt es ja auch so allgemein ein Herzteil. Hey, wartet mal. Fischface hier fotografieren. Eindeutig Knips. Geil. Danke, Mann. So. Aus sicherer Entfernung. Ja, ein Schatz. Sehr schön. Der Fisch ist da hinten. Okay. Erstmal der Schatz. So. Halt. Halt. Ups. Oh. Na, wir sind sofort abgebremst. Oh, was ist es? Komm, ein Herzteil. Los, komm. Und was macht das nochmal, wenn ich hier den Typen besiege? Ist nämlich so ein Typ, der betreibt auch so einen komischen Game Shop. Jawoll! Ah, die Meeresherzenkarte. Geil. So, sie zeigt dir Schatzkarten, die du bekommst, um Dings, um Herzteile aus dem Meer zu angeln. Wartet mal, die ziehen wir uns jetzt mal rein. Wartet. So, dumm. Die Inselherzen und Meeresherzenkarte. Aha. Also auf diesen Inseln bekommt man, rechts schön nochmal angedeutet, Karte führt zur Schatztruhe, führt zum Herzteil. Cool, wa? Gut, okay. Nicht weiter wild. So, na dann gehen wir mal auf die Insel darauf. Geht das nur mit dem Enterhaken? Halt, erstmal der Fisch, genau. Fischi. Jung. So, wo ist er? Da ist er. Höp. Bitte, Mann. Und da muss ich mal gucken, ob das jetzt so ein
Oh, wie war denn das? Ich guck einfach auf meiner Karte, ob es hier ein Herzteil gibt. Inselherzenkarte, nicht wahr? Hey, Jungchen, Mann, ich weiß Bescheid. Oh, es falte dich aus. Komischer Typ. Und mit ganz eklig wasserzerlaufener Tinte. Das Nautodrom. Mhm. Nautodrom-Insel. Ja, schön einsam. Jungchen, streust du ab und zu mal einen auf... Was? Mann, ist doch egal. Okay, danke, dass du mir erzählst, dass ich mit dem Schiff springen kann. Total nützlich, Mann. Tschüss, Mann. Okay, wow. So. Und da ist nämlich so ein Typ. Genau, da ist so ein Typ, den muss ich fotografieren. Aber erstmal... So, schön hier hoch. So, gibt's irgendwo noch einen blauen Schleim? Das kann nämlich auch sein. Egal. So, mal gucken, was der zu sagen hat. Oh, der Typ, guckt ihn euch an. Der Typ ist ja auch, der ist auf Portemonnaie, aber nur nachts. So, wartet mal, dann gucke ich mal ganz kurz meine Karten an. Die Inselherzenkarte, so. Nö, hier gibt's kein Herzteil. Wenn ich jetzt irgendwie hier gewinnen sollte oder sowas. Vielleicht gibt's hier eine Schatzkarte. Meeresherzen? Nee, auch nicht wirklich. Aber vielleicht gibt's hier einfach so eine Schatz... Was sollt ihr mit dem hier machen? Hallo? Hoi, sag mal, Kleiner, für so ein Steppke in deinem Alter ist aber ein mächtig dicker Kahn, den du da hast, wa? Was hältst du davon, für nur schlappe 30 Turbinen ein kleines Spielchen zu machen? Na? Fällt mir gar nicht ein. Nach den Regeln fragen. Ich bin zwar kein guter Redner, Steppke, aber hör mir trotzdem zu, ja? Es geht nur darum, innerhalb von einem bestimmten Zeitlimit möglichst viele Rubine einzusammeln, die auf den umhertreibenden Fässern liegen und ins Ziel zu kommen. Es gibt zwei Arten von Fässern, nämlich senkrecht und waagerecht, wa? Über die waagerechten kannst du einfach rüberjumpen, Mann. Ey, musst du bloß drüber fahren. Aber wende dir selber bei den senkrecht treibenden an, dann baust du einen Unfall, ne? Weil da ist Schaden. Aber ich erzähle dir bestimmt nichts Neues, wenn ich dir sage, dass du durch Drücken von ZR mit dem Boot jumpen kannst, wa? Also merkt dir die Rubine auf den senkrecht. Ach nö. Nee, das ist egal. Du, dabei darfst du nur das normale Segel verwenden. Andere Schnickschnack ist verboten. Okay. Nee, soweit die Regeln. Na, losbekommen? Na? Nein. Das bringt mir nichts. Oh, komm schon, Mann. Hier gibt's, hier bei mir hast du leichter als bei der Schatzsuche da draußen. Aber bitte, ich werde dich nicht zu deinem Glück zwingen, wa? Tschüss, du Indianer. Du Eingeborener. Sieht jedenfalls voll so aus. Gut, dann ist das hier echt nur so eine, von wegen, kommen wir, holen uns Rubine? Ach, geht nicht kaputt. Schade. Denn nur noch eine letzte. Danke, roter Leuenkönig, dass du mich fast ertränkt hast. Noch eine letzte Insel gilt zu erkunden. Halt, Richtung... Nicht da lang. Wir müssen da lang. Richtung Osten. So, zu der Insel da hinten. Okay, da hinten ist sie. So eine komische... Ah, sieht schon sehr zipfelmäßig aus, diese K... Diese Insel, würde ich sagen. Ah. Okay. Ah. Und bisher... Guck mal, Leute, bisher ist das hier... na, komm schon. Bisher ist das hier das Niemandsland. Aber sobald wir da sind... Müsste da irgendwie stehen Marcells Land oder so. Voll geil. Oder je nachdem, wie ihr euch natürlich in-game selber nennt. Schon 50 Parts, ey. Wir gucken hier auf dem Meer rum. Aber ihr seht schon, ich hätte locker mit innerhalb von 50 Parts das Spiel einfach so durchspielen können. Schade, dass es so kurz ist, ey. Mann. Aber die Zeitquests machen schon eine Menge aus, nicht wahr? Der kommt mir auch bekannt vor. Haben wir nicht auch schon hier die Möglichkeit, einen Schatz zu bergen? Da, tatsächlich. Geil. Zuerst mal, letztes Mal, unseren Heini hier füttern. Und dann muss ich erstmal wieder ohnehin nach Portemonnaie und mir was kaufen. Dann will ich auch hoffentlich immer VIP irgendwann. So. Hey, Jungchen, ich weiß Bescheid. Erstmal die letzte Map erkunden. Oh, geil, ey. Ist schon die ganze westliche Seite fertig. Isla Cassiopeia. Hä? Komischer Name. Sag mal, hast du eigentlich mal was von das Geisterschiff gesehen? Oh mein Gott. Nach unten offener Mondsichel. Wenn der Mond so scheint, dann erscheint hier ein Geisterschiff. Ist ja übel. Warte mal, sagt irgendwie meine... Ich guck mal nochmal auf die Wahnsinnskarte. Gibt's hier nicht auch irgendwo noch ein Triforce-Ding? Triforce-Karte? Achso, die Karte muss erst entschlüsselt werden von mit Tingles Face. So, Wahnsinnskarte. Ah ne, hier ist irgendwie gar nichts. Fies. Da haben wir echt bloß erstmal die Karte da oben und der Triforce. Okay, dann einfach ganz schnell. Hier ist ja auch nichts weiter. Jetzt sind irgendwo wieder ein paar Vögel, die hier rumeiern. Ah. So, und bitteschön angeln. Geld oder Herzteil, ist mir egal. Ich nehme alles. So, komm schon, Baby. Papa braucht ein neues Paar Schuhe. Jawohl, ein
Ein Herzteil! Okay, haben wir wieder einen neuen angebrochen. Leute, denn. Ah! Vor der Vogel kommt schnell weg. Gut. Oh, die Karte ist schon so geil, riesig. So, als nächstes würde ich dann mich zu Ichirugi beamen, nicht wahr? Und ach, das mache ich jetzt nochmal ganz schnell. Weil ich bei dem fliegenden Händler, der sich da befindet, kann ich die Meeresblume gleich eintauschen und dann müsste der Händler, der Händler auf Portemonnaie schon zwei neue Blumen haben und dann kriege ich vielleicht sogar schon das optionale Item. Wow. So, hier geht's auch nach Portemonnaie. Ich habe einiges zu erfüllen, auch Fotos abgeben und so. So, hat er mich, hier hatte ich schon das. Nee, warte mal, kann ich hier auch noch was angeln? Ich gucke, aber es erscheint hier irgendwie nichts. So, und jetzt müsste der Fliegenhändler da sein, wo ich ihn schon immer vermutet habe. Hier ist er auf seinem Floß. Das Floß war schon vorher da, aber wo war der Typ die ganze Zeit? Und eine Flaschenpost, ob die von ihm ist. Du machst du für einen geilen Hut auf, Mann. Du kannst mir auch nichts vormachen. So, Moment. So. Zack, Items. Unsere Posttasche. Was haben wir in unserer Posttasche hier? Guck mal hier, lecker Blümchen. So. Hier, Stüppi. Nichts passiert. Wegwerfen. Bist du verrückt? Warum wegwerfen? Hier, du. Okay, ich muss erst mit ihm quatschen. Wollen wegwerfen? Nein. So. Du neuer Händler. Ich bin fliegender Händler, Mann. Ja, mir ist das Gerücht zu Ohr gekommen, aber Ferienzeuge. Ich dachte wirklich, ich könnte hier eventuell gar eine Handelsgenie-Statue finden. Aber da wurde der Wunsch der Vater des Gedanken. Okay, wo wir gerade dabei sind, in deiner Posttasche vermutlich eine Rarität. Genau. Aber es gibt ja auch am Ende der Tauschquest dann doch noch ein Herzteil, weil man am Ende die Figur bekommt, die Statue bekommt, die er gerade angesprochen hat. Das ist ja eine Meeresblume. Dafür gebe ich dir die Südwindblume. Na, was sagst du? Lass uns tauschen. Bearbeitungsgebühr von 25 Rubinen. Oh nein, wird es immer um 5 teurer oder was? Dann sind wir uns ja einig. Gut, ich gebe dir jetzt einen Teil des Handels, also streck bitte deine Hand aus. Die Südwindblume, eine frisch duftende Blume, die in südlichen Gefilden wachsen soll. Hast du einen Platz gefunden, dann stöpst du sie doch einfach mal ein. Wunderbar, damit wäre das Tauschgeschäft abgewickelt. Und ja, ich werde meine Ware jetzt ganz flix und flux nach Portemonnaie schicken. Gut. Immer wieder eine Freude. Ciao. Hast du ein bisschen Geld hier drin? Ein paar Zwacken oder sowas? Nö. Nur Pfeile und so ein Müll. Okay. Dann auf nach Portemonnaie. So, ein bisschen Geld wieder ausgeben. Portemonnaie, wir kommen. Und gehe ich denn von da aus einfach die 4 Inseln, die da sind? Um die verwunschene Bastion und zwischen Portemonnaie und zwischen der Mutter-Kind-Insel? Ja, haben wir das auch hinter uns. Ist auch geil. Hallöchen, Freunde, wir sind wieder da. Auf Portemonnaie. Und voll gegen gerast. Ich guck jetzt mir den Laden an und. Oh mein Gott! Ich liebe das Meer ja wirklich, aber ich bin trotzdem zu cool. Okay. So, jetzt Punkt 1, nicht wahr? Erstmal blaues Schleimgelee abgeben, um blaues Schleimgelee zu bekommen. Um ein blaues Elixier zu bekommen. Richtig geil. Damit wir es auch wieder uns kaufen können. Dann wäre ich mal eine Fee. Och, mein Cursor ist schon wieder weg. Leute, was ist denn das? Habt ihr die Probleme auch manchmal? Voll dumm. Wo ist mein Cursor? Hallo? Alter. Er ist einfach weg. Leute. Hä? Der Vibio Pro Controller ist aber an. Gut, normal. Und nochmal. Jetzt ist er wieder da. Okay. So eine Scheiße. Ich muss eine Fee opfern. So. Weil die kriegen, glaube ich, die erste Probe wieder umsonst, nicht wahr? Also, oh, guck mal, die Decke von ihm voll zugepafft mit irgendwas. So, hier. Guck mal, Töbi, du Raffzahn. Da ist doch ein Schleimgelee. Boah, was für eine seltene Farbe. Etwa eine neue Sorte? Ich hole mir meine Gelees ja immer von den Tapseninseln, aber da wird es nur so von Schleim. Aber welche in dieser Farbe habe ich ja noch nie gesehen. Wie dir bestimmt schon klar ist, bin ich ein begnadeter Alchemist, ein aufgehender Stern am Elixierbrauerhimmel. Sehe ich etwas Neues, küsst mich gleich die Muse. Oh mein Gott, oh je, da küsst die Muse mich und schenkt mir eine Eingebung und dann hast du nicht genug davon dabei. Was zum? Entschuldige, aber könntest du mir gleich 15 Stück bringen? Um Elixier zu brauen, bedarf es natürlich einer gewissen Mindestanzahl und so. Oh, Arsch, ich habe jetzt meine Fee geopfert. Okay, warte, dann nehme ich die Fotokamera und den Boomerang, einfach so. Gut. Ah, so ein Arsch.
15. Ich dachte, man braucht 10. Okay, 15 ist kein Problem. Kriegen wir noch. Auf unseren Reisen allgemein. So, der Typ hier ist total Depri. Aber wir zeigen ihm jetzt das Foto. Na, komm schon. Irgendwie. Du nervst, Kleiner. Ey, was willst du eigentlich von mir? Willst du mir einfach erzählen, du würdest mich verstehen, ja? Ich verstehe dich sehr gut. Na, das wollen wir doch erstmal sehen. Zeig mir ein Bild des gelbesten und rundesten Dings, was du finden kannst. Wenn das Bild mit dem übereinstimmt, was ich meine, hast du gewonnen. Wenn du mich wirklich so gut verstehst, Mann, wie du behauptest, dann sollte dieses kleine Rätsel ja wohl keine Herausforderung für dich sein, oder? Also mach schnell. Ja, weil er ja nachts, weil er nachts immer den Mond anguckt und so, kann man sich schon vorstellen, nicht wahr? Er meint tatsächlich den Mond. Den Vollmond natürlich. So, na, wer sagt's denn, Mann? Richtig, Mann, genau das wollte ich sehen. Das gelbste und rundeste ist natürlich der Vollmond und du bist tatsächlich draufgekommen. Ich mag ja ein wenig verschroben sein, aber den Mond zu betrachten hat es mir wirklich irgendwie angetan. Und die absolute Krönung ist natürlich der Vollmond. Tut mir leid, dass ich dir solche Umstände bereitet habe. Danke, Mann. Nee, für dich. Ohne ein kleines Dankeschön kann ich dich unmöglich gehen lassen. Yeah, und eine neue Schatzkarte. Cool. Danke, Mann. Du Emo, angeblich soll auf dieser Karte der Fundort eines Schatzes eingezeichnet sein, aber ich habe kein Boot und somit auch keinerlei Verwendung dafür. Ich werde aber heute Nacht dafür beten, dass du den Schatz findest, mein Freund. Und schon haben wir den Emo geholfen, da wir ihn verstehen, nicht wahr? Wenn es mal so einfach wäre, warum glauben einen Emos nicht, dass man sie versteht, ja? Keiner versteht mich, ich bin so traurig. Leute, man lebt doch auch schon auf der Welt und hat bestimmt auch schon einige Sachen durch, als ob man immer Friede, Feuer, Eierkuchen hat. Man kann schon bei gewissen Sachen mitreden und wo ist denn bitte? Sieht komisch aus, aber irgendwie markant. So, Typi, du hast jetzt hier deinen Einladen voll. Guck mal, richtig schön. Und jetzt müsstest du mir eigentlich schon das optionale Item geben, was verdammt geil ist. Warte mal. Sieh doch nur, mein Freund, mein Warensortiment ist bereits überaus beachtlich. Dank dir kommt jeden Morgen der Postbote und bringt mir Waren von den flinken Händlern. Jetzt kann sich auch mein Stand wirklich sehen lassen. Und auch ich bin mir jetzt an meiner Berufung als Händler wieder ganz sicher. Dir ganz alleine verdanke ich meinen prächtigen Stand. Ich will mich dir erkenntlich zeigen. Eigentlich ist das ja mein größter Schatz und kommt gleich nach dem Kapuzenmantel, aber mein Dankesgeschenk an dich will sich Susunari nicht lumpen lassen. Alter, du hast die magische Barriere gefunden, erhalten, Mensch. Mit Hilfe deiner Rubine erzeugst du eine Barriere, die dich vor Angriffen deiner Gegner schützt. Du zahlst erst, wenn du Schaden erleidest. Benutze sie, indem du sie ausrüstest. Voll geil. Als ich noch in meiner Heimat hierher kam, war es das einzige Besitztum, das ich mit mir nahm. Es ist ein absolutes Unikat, das es vermag, dich dank einer geheimnisvollen Kraft vor Gefahren zu schützen. Selbstverständlich auch auf See. Schütze dich also damit und finde wieder fliegende Händler für mich, auf das mein Warensortiment noch vielfältiger werde. Allerdings habe ich dann leider nichts mehr, das ich dir geben könnte. Mach der nächste Krieg dafür ein Herzteil von den fliegenden Händler. So Leute, guck mal, jetzt haben wir fast alle unsere Gegenstände voll. Oh, die ist aber cool, die ist aber röter. War die im Original nicht noch ein bisschen rosa, lila, pinkmäßig? Jetzt ist sie richtig rot. Voll geil. Und jetzt findest du bloß noch eine Flasche, die ich mir auch gleich kaufen werde. So, jetzt können wir mal kurz testen. Okay. Ja, voll geil, will den guck voll ernst. Richtig cool. So, jetzt bin ich mal gespannt, was ihr mir jetzt hier erzählt. Ich krieg jetzt nicht das heilige Item, Mann. Das ist ja übel. Ich wollte ja nicht sagen, was es ist, nicht wahr? Aber eigentlich im Original bekommt man jetzt für weitere 20 so ein Ding. Hier, Mann, du alte Pinker Bitch. Wow. Ach, nun sieh mal eine an. Du bringst mir also wieder Glücksamulette. Meine Güte. 22 Stück. Aber das macht ja insgesamt von denen von letztem Mal 43 Glücksamulette. Oh, ist das ein Glück. Ich kann es kaum fassen, dass du mir so viele geschenkt hast. Dann will ich dir zum Dank mal einen meiner allerwertvollsten Schätze geben. Streck bitte deine Hand aus. Das hier ist eine absolute Rarität. Das gibt es kein zweites Mal auf der Welt. Was zum... Du hast eine Schatzkarte gefunden. Alter. Hä? Und fühlst du dich jetzt ein wenig, wie dich das Glück durchströmt? Das habe ich einst in den Anwesen gefunden, das nun dir gehört. Oh, was machst du denn? Was machst du für ein langes Gesicht? Ach, ich verstehe schon, du bist einfach überglücklich, dass du so eine gute Tat vollbracht hast. Ich hoffe, das Gefühl wird nie von dir weichen. Alter, wann kriegt ihr eine Schatzkarte? Warum? Okay, das ist... Okay. Ach du Scheiße, ey. Oh Mann, Leute, es wird ja voll von den Socken. Voll enttäuscht, wenn man so will. Ich habe nicht die Rarität bekommen, vor allem wie sie den Text aber noch lassen. Es gibt keine gleiche, wir haben schon ganz viele Schatzkarten, okay, die weisen zwar immer alles zu einem anderen Weg, aber trotzdem, meine Güte. So, warte mal, war noch irgendwas? Ich habe fast den Faden verloren. Okay, ich muss mir noch Fischfutter holen von Tingle, dem Twaggle, wo ist, von Terry, nicht Tingle, Terry, dieser Twaggle.
So, noch eine Flaschenpost. Ein gesagt. So, wo ist denn der? Da ist noch eine Flaschenpost. Erstmal Terry. Terry. Hab ich nicht. Ich hab doch bei Portemonnaie habe ich schon den Schatz, ne? Oder doch nicht? Warte mal, kann man das irgendwo sehen? Ist das irgendwo markiert? Weil so bin ich aber selber mein Kopf davor. Doch, den Portemonnaie-Schatz habe ich schon. Gut. Gibt ja mal bloß einen roten Kringel pro Karte. So, wo ist jetzt Terry? Terry! Wo bist du denn, du alter Typi? Mal kurz rumfahren, der ist da aber hier. Der muss hier sein auf Portemonnaie. Überall hat er seine Schiffe, aber außer hier oder was? Einfach mal schön die Insel umfahren. Dauert nicht mal 30 Sekunden. Die Insel ist so verdammt klein. Ne, der ist hier nicht. Terry ist weg. Gut, dann beam ich mich. Gehen wir mal zur Tingles-Insel. Da gibt es nämlich auch noch einen Schatz zu entern. Und ja, ich gebe mein Geld erst aus für die Entschlüsselung der Schatzkarten, wenn ich alle habe. Und wenn ich die anderen Sachen, die mir erstmal wichtiger sind, habe. Miau. Wow, wow, wow. Oh, ist mir schlecht. Okay. Das ist der Schatz, Leute. Den hole ich mir noch. So, halt. Jawohl. Und bergen. Und dann ist der Part auch schon wieder vorbei. Ein guter Zeitpunkt. Gehen wir mal zur Tingles Insel, wo schon drei unserer Statuen stehen müssten. Oh, 200 Rubine, geil. Jetzt kann ich mir zwei Sachen von Terry holen. Aber wo ist denn Terry? Mann. So, hier stehen wirklich schon drei so eine ollen Figuren. Freunde, wieder mal vielen Dank fürs Zuschauen. Die Meeresreise geht wieder weiter. Ich stelle mich jetzt hier hin, wo Schwingel stehen wird. Und sage tschüss, bis nächstes Mal. Ciao.